Ich bin der Campus Brain oder einfach Lugatik und begrüße gerade dich zur Mitternachtsstunde, wo wir uns mal wieder ein neues Horrorgame angucken. Wie ihr seht, sind wir auf einem neuen Betriebssystem. Ich dachte mir, nachdem Windows habe ich ausprobiert, ich habe Mac ausprobiert, ich habe Linux sogar damals ausprobiert, probieren wir jetzt das neue Betriebssystem Hell aus. Die Hölle. Der Teufel dachte sich, yo, ich muss jetzt die Jugend ansprechen, ich mache jetzt ein Betriebssystem für den PC, für die Holle. Welcome to Hell OS Version 667. Das ist doch Verarsche. Wir sind in der Hölle und es ist nicht die Version 6.6.6. Are you fucking kidding me? Dude! You have died. Please enter your name. Wie wollen wir heißen? Wir haben jetzt endlich die Möglichkeit, uns mal umzubenennen und ich wollte schon immer mal Thomas heißen. Okay, man sieht, wir haben ein storylastiges Game und dürfen uns jetzt mal einmal anschauen, wie wir hier überhaupt alles langlaufen wollen. Man sieht schon, unser Name ist Thomas, Status tot. Ich sehe jetzt gerade, bei euch hat sich die Fensteraufnahme nicht weiter fortgeführt und ihr seht gar nicht, was hier gerade alles passiert ist. Gut, Yannick, let's try that again. How about that? So, wir haben eine Hotel-Keycard, wir haben einen Ballon kaputt gemacht, sind in einem großen Flur und wissen nicht, was wir tun sollen. The hall turns to the left ahead, you cannot see around the corner. The light seems to get brighter as you approach the corner. Wollen wir da hingehen? I don't know. As you approach the pillar, you notice it emanates a pleasant hump that says nothing happens when you touch it. Okay, das ist doch schön, wenn nichts dann passiert. Gehen wir mal den Gang weiter. The room opens up into a vast indoor garden. This area has all shapes and size of cacti. Nice, es sind überall Kakteen. Einfach mal anfassen. You're no plant expert, but some of these looks extremely exotic. Nice, ist exotisch? Das ist ja schön. Das freut mich sehr. Follow the path further. Wir gehen einfach mal den Weg hier weiter lang. The path tightens in an area with many beautiful ferns and different plants. You can see ahead there's a clearing. Vorne sieht man irgendwo was. Was ist das? A strange creature, die übrigens meinen Finger hier verfolgt, perches on a branch. It's watching you. It got a lizard-like body and unusual protrusions from its head. Do you want to try and touch it? It might not be wise. Natürlich will ich es berühren. You lean in to touch it, when suddenly it rears up and bites you on the arm. Then it scampers away into the plant cover. You are feeling woozy. Nice, wir sind schon tot. Und wurden jetzt auch noch wahrscheinlich vergiftet. Well, that's nice. Unser Mood ist jetzt übrigens immer noch moopy. Wer kennt es nicht? Fühlt ihr euch gerade auch moopy? Ich auch. You find yourself in a beautiful garden. At the center of the garden is a large creature. You've never seen anything like it before. For some reason, you are not afraid. Also... Ich will jetzt ja nicht der Spielverlehrer sein, aber das sieht clearly aus wie eine Katze. Also, ich für meinen Teil habe eine Katze schon mal gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr schon mal eine Katze gesehen habt. Lost little one. Sprechende Katze ist neu, gebe ich zu. Do you not yet know? You will soon enough. Go, take the elevator up. You will find a piece of what you are looking for. Okay. An enormous pedestal sits in the center of the garden where the creature once sat. There's a powdery residue. It smells of sulfur. Okay, gehen wir einfach mal weiter. Die Katze hat gesagt, wir werden irgendwas dort finden, was uns weiterbringen wird im Leben. Da ist es eine Sonnenbrille oder so. In the thick of the overgrowth you find an elevator. It as if it appeared out of thin air. Perfectly good pair of sunglasses. No reason to leave them behind. Denn wenn ihr irgendwo Sonnenbrillen findet, nehmt sie immer mit. Denn man weiß nie, wann die Sonne zurückkommt. Do you want to push the button? Hell yes. You press the button and you hear the heavy mechanical noise of the elevator begin. Oh, hier kommt gerade auch so Fahrstuhlmusik. Okay. Das sieht aus wie ein komischer Fahrstuhl. So sieht das in meinem Fahrstuhl hier bei mir nicht aus. Gehen wir trotzdem mal rein. The door opened to some sort of distortion field. You can vaguely see the inside of the elevator and some shadowy figures. You hear music coming from within. Enter the elevator. Hell yeah. You take a deep breath. Step inside. On the left hand side of the elevator there's a band playing. Es ist einfach eine Fahrstuhlmusikband in dem Fahrstuhl. That's what I call an innovation. Hell yeah. They're comprised of shadowy human shaped figures. You can't make out their faces. They don't seem to notice you. At the center of the band, the ghostly figure of a woman sits and plays piano. She looks familiar, but you're not sure why. She plays the piano beautifully.
The drummer's movement is relaxed and confident as he plays. You try to peer into his face, but you can't make out any features. More shadowy figures, the two in the back are playing saxophone and trumpet respectively. They sway back and forth as they play, completely oblivious to your presence. So, there are two buttons, up or down, what's going to be? Wir sollten ja nach oben fahren, deswegen fahren wir auch nach oben. You press the button, you can feel the elevator begin to move. Okay, Freunde, ich muss hier leider raus. Ich dachte, ich muss schon raus. Ich höre weiter zu. Jetzt muss ich, glaube ich, raus. Okay, bis dann, Freunde. Alright, raus geht's. The elevator opened its doors to a snowy courtyard. The building surrounding you to seem be some sort of factory, but it's not currently in production. There are footprints in the snow. It's hard to tell if they are fresh, but they head towards the door up ahead. There's a metal door at the end of the courtyard. It's slightly ajar. Proceed? Yeah, hell yeah, natürlich. Everything here is absolutely still. Machines fill the large halls. What does this machinery do? No idea. It's not doing anything right now. Large tanks. Holding God knows what. They look extremely heavy. There's a big switch on the machine here. Flip it. Ihr wollt auch, dass ich den drücke, oder? Ihr wollt auch, dass ich den... Ich drücke ihn. The machinery springs to life and something approaches. Yo! What the fuck? Was bist du? Dude! Du siehst aus wie fliegender Krebs. Da war ein Clown! Okay, was passiert hier? Ciao! Schönen Tag noch! Sehen uns! Er hat uns auf jeden Fall eine Leiter hier gelassen. The ceilings are quite high. The rafters are made from old growth wood. Sturdy staff. It looks like there is an attic area on the left, but you see no way up. Climb the ladder. You're in a quiet attic room. You can no longer hear the sounds of the factory. There's an open window and a chest of drawers here. There's a large chest of drawers. You try to pry them open, but none of them budges. Oder budge. Okay. There's an open window. It's bright outside. You can hear the sound of children playing. Climb through the window. Ich hoffe, ich springe nicht irgendwie runter. You are in a recreation area. You hear the sounds of people playing and shouting, but cannot see anyone. Whoa, whoa, whoa. Before you can take a step towards the painting, a monstrous animal leaps into your face. Screeching, screaming, give them to me, you Sandril. He snatches the sunglasses from you. Begone, you. When my shades went missing, I should have known it. I would have been of one of you. I'm out of here. Getting what it wanted, the pig monster flew away. At least those sunglasses weren't important. Right? Oh, fuck. Touch the painting. Oh, Gott. Das hat eine fiese Präsenz, dieses Spiel, finde ich. Es ist noch sehr storylastig, aber ich glaube, da kommt noch irgendwas Fieses. Es arbeitet da die ganze Zeit drauf hin. You're in a dark cabin, there's a bar, and standing behind it are two clowns. Clowns! Fucking clowns! Ich hab's gesagt, das wird gut. Hey, clowns! Warum? A stove in the middle of the room warms the space. Okay. Ah, Thomas, you've made it. You're the one who popped our balloon. We do not forget. Oh, fuck, ich wusste, ich hätte immer noch nicht kaputt machen sollen. Es tut mir so leid. We will take that too. Takes total keycard. Why do you even have this? That's enough. It's time for you to stop this wandering. There's nothing left for you here. You're in a dark cabin. Two clowns stood behind the bar just moments ago, but they are gone now. Stuff in the middle of the room of space. A painting of an egg hangs on the wall. Okay. You're in the void. An egg sits before you. Da oben ist auch was Kleines, aber da kann ich nicht drauf drücken. The egg cracks. You float into the void. It is the end of Thomas. You have nothing but your memories now. You have reached the end of HelloS. Thanks for using the software. Please recommend it to all who will be dying soon. Good night. What the actual fuck happened? Oh my god, I don't have a fucking clue.
Das war wieder eins dieser Spiele, die man definitiv um Mitternacht sehen sollte. Ich hoffe, ihr freut euch in letzter Zeit über diese ganzen Horrorspiele um Mitternacht, weil ich finde, das ist eine sehr coole Idee, dieses Format ein bisschen näher zu bringen. Wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen hoch und ein Abo. Ich habe keine Ahnung. Okay.